Ja, hey, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ja, Chronicles Edition, wollte schon sagen. Kam mir irgendwie gerade falsch vor. Jedenfalls, ich habe uns mal allen einen Gefallen getan und bin mal direkt nach Osette hier hingelatscht. Ist nicht viel passiert, zwei Kämpfe oder so, keine Skits und so. Und naja, bin ich nicht nett. So, jedenfalls, ich habe noch ein bisschen mich hier im Menü umgeschaut. Ich habe ja wieder hier und da ein paar Tipps bekommen, wie das hier so ein bisschen abläuft. Und ja, ich habe jetzt bei allen jetzt erstmal was eingestellt, wodurch, naja, ich irgendwie Fähigkeiten bekomme, hier so Kraftschub und so was alles. Ich habe jeden Charakter, ich weiß nicht mehr bei einigen, was ich vorher hatte, aber ich habe einige hier so festgelegt. Gens zum Beispiel bei T, Zellos bei T, China habe ich, glaube ich, bei S jetzt gemacht und so weiter und so fort. Ja, wird man ja nach ein paar Kämpfen sehen. So, dann habe ich noch hier die ganzen Techniken mal angeguckt und ich habe gehört, dass Omega Tempest, dass selbst die blauen Dinger, die blauen, die zeichnen ja, glaube ich, normalerweise aus, was man lernen kann oder so nach ein paar Kämpfen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich kann die nicht lernen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, entweder T-Typ oder S-Typ bin. Und ja, deswegen heißt das, ich kann die hier nicht lernen und selbst das Wechseln wird irgendwie nichts bringen, so wie ich das Gefühl habe. Dann habe ich hier so ein bisschen herumprobiert und mal auf Vergessen ja drauf, bin mal auf Vergessen drauf gegangen. Und ja, deswegen fahre ich mich. Nehmen wir mal an, Swordrain, Sonic Swordrain und Swordrain Alpha. Nehmen wir jetzt mal an. Sorgen, keine Ahnung, einer von ist der T-Typ, einer ist der S-Typ. Und ja, wenn ich zum Beispiel den... Upsala. Hm? Fähigkeiten, die vergessen werden. Heavy Tiger Blade, Dämonic Tiger Blade. Okay. So, nehmen wir mal an, ich vergesse eine von denen, dann kann ich die andere irgendwie lernen. Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Ich habe keine Ahnung, wo ich genau hinauf wollte. Aber, naja. Ich werde einfach mal hier so rumexperimentieren und gucken, warum steuere ich jetzt überhaupt Needle? Was soll das? Und ja, keine Ahnung. Nur damit ihr wisst, ich gucke hier schon ein bisschen so nach hier im Spiel, wie oder was irgendwas funktionieren könnte. Und ja, vielleicht stimmt's ja und so. So, und wir sind in der Set. Und wir sollen ja zurück zu Altessa gehen. Da sind sie, die gesuchten Verbrecher. Nochmal. Oh Mist, nicht schon wieder, die Garde des Patriarchen. Warum tauchen sie immer gerade dann auf, wenn wir gehen? Nun, sieh mal einer, wenn das nicht Meister Cellos ist. Ich hoffe, dir geht's gut. Jetzt? Ja, noch. Aber gleich nicht mehr. Wollt ihr ein paar aufs Maul? Verdammt! Denk dran, Colette muss am Leben bleiben. Hör auf, Colette mit Namen anzusprechen. Das klingt irgendwie falsch. Oh, ich spiele gerade Colette, stimmt. Ja, kann ja wieder erklären. Ja, komm her. Das habe ich auch ein bisschen geändert, übrigens. Guck mal, ob da was bringt. Nö. Da werde ich sowieso nicht verstehen. Weil nirgendwo notiert wird oder so, dann bringt das doch gar nichts. Ich bin nicht so ein Typ, der gerne irgendwie die ganze Zeit... Weiß ich nicht. Oh, Spruch gelernt. Oh, Cuteness. Hä? Bin ich gerne so ein Typ, der die ganze Zeit irgendwie eine Funktion irgendwie im Spiel nicht versteht und dann einfach weitergeht. Funktionen sind da, um genutzt zu werden, Mann. Und irgendwie sind die voll stark, die halten voll viel aus. Und wir verrecken den gerade. War sehr schön. Und das konnte ich übrigens auch vergessen lassen von Rain, habe ich gemerkt, aber sie sollte das tun. Ich kann sie ja irgendwie was anderes lernen. Ich weiß es nicht. Mann, verreck doch mal. Boah, das hat 4 Erfahrungspunkte gegeben. Und Energietabletten. Und viel Galt hat er auch gegeben. Wir haben gewonnen. Es ist wieder meine Schuld. Es tut mir so schrecklich leid. Red keinen Unsinn. Sie trachten auch nach meinem Leben. Professor Rain und Dennis werden gesucht, da sie Halbelfen sind. China stand aus Miso, das jetzt als fälschliche Verräterstadt betrachtet wird. Und Regal wird auch als Verräter angesehen. Das macht es irgendwie nicht besser. Und ja, Leute ist ja auch irgendwie gesucht. Irgendwie sind, ja.
Ja, okay, doch, eigentlich schon. Das Beruhigt ist ja irgendwie beruhigend, ne? Hör auf zu denken, es sei alles deine Schuld. Es tut mir leid, Leute. Du musst dich nicht dafür entschuldigen. Oh, au. Ah. Colette, Professor, Colette ist... Sie hat einen Fieberanfall, aber was können ihre Schmerzen verursacht haben? Zur Seite, bitte, überlass das mir. Hey, Prisea. Prisea, in Ordnung. Was? Was? Gute Arbeit, Prisea. Was zum Teufel, Prisea, nein. Oh nee. Mist, Corinne. Nein. Ey. Ich bin Rodil, der listigste der Großfürsten der Designs. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich die Auserwählte mitnehme. Designs, warum sind die Designs in der Tala? Oh nee. Colette! Ja, verdammt, ich dachte, wir sehen, wo die hinfliegen. Oh Mann. Leute, willst du Prisea beistehen? Ja. Ich habe einen Spruch in das Amulett graviert. Damit sollte sie zu ihrem wahren Selbst zurückkehren. Prisea, alles in Ordnung? Was mache ich? Hey, sie hat jetzt andere Augen. Wo ist mein Papa? What? Was habe ich getan? Ah! Danke für eure Unterstützung bei der Beerdigung meines Vaters. Das kenne ich aus Tales of Graces F von der magischen Katar. Hast du dich etwas beruhigt? Ich war eine große Last für euch alle. Erinnerst du dich? Ja, an das meiste. Warum hattest du einen Exvern in deinem Körper? Ich habe ihn von einer Person namens Harley erhalten. Ich wusste es, Harley. Ich wollte meinen kranken Vater retten. Ich wollte lernen, wie man eine Axt gebraucht, damit ich die Arbeit an meiner Vaterstadt verrichten kann. So hat Harley mich Rodil vorgestellt. Und ich wurde zum Forschungsinstitut nach Sybak gebracht. Die Experimente an dir wurden auf Anweisung des Patriarchen durchgeführt, richtig? Was heißt, dass dieser Design mit den Patriarchen im Bunde ist? Prisea, hast du eine ältere Schwester? Nein. Hast du überhaupt noch eine Familie? Ich habe eine jüngere Schwester. Sie ging bei einem Adeligen in Anstellung und das war das Letzte, was ich von ihr gesehen habe. Meine Mama starb, als ich ein Kind war. Als du ein Kind warst? Hey, du bist doch immer noch eins. Ja, natürlich, stimmt. Okay, auf jeden Fall könnten wir dich in dieser Stadt nicht allein zurücklassen, wenn du hier jemanden hast. Ja, die Leute in der Stadt scheinen dich zu meiden. Oder sie. Ich würde euch gerne begleiten, wenn das für euch in Ordnung wäre. Hä? Warum? Warum nicht? Es ist meine Schuld, dass Colette verschleppt wurde. Also bitte, lass mich bei ihrer Befreiung helfen. Bitte lasst mich auch mit euch gehen. Es scheint, als sei mein Schicksal mit eurem Feind verknüpft. Weiß ich nicht. Ich traue ihn eigentlich noch. Aber fragen wir erstmal. Was meint ihr, Leute? Seid ihr alle damit einverstanden? Wir sind zusammen so weit gekommen. Ist diese Frage dann nicht überflüssig? Genau. Ist mir recht. Ehrlich gesagt bin ich dagegen, aber ich wusste, dass es so enden würde. Na dann, helft uns. Das werde ich.
Danke, ich stehe in eurer Schuld. Ich werde euer Vertrauen nicht enttäuschen. Wir müssen uns jetzt beeilen und Colette finden. In Ordnung, sie sind in Richtung Osten geflogen. Das werden sie nie wiederfinden. Ihr habt also die ihr habt also die Auserwählte verloren. Oh nee. Du schon wieder. Was hast du mit Colette gemacht? Odile ignoriert unsere Befehle und handelt auf eigener Rechnung. Ich weiß gar nichts. Interne Streitigkeiten? Wie herzergreifend. Denkt, was ihr wollt. So oder so, wir haben keine andere Wahl, als die Auserwählte aufzugeben. Was meinst du damit? Die Auserwählte ist so, wie sie jetzt ist, nutzlos. Du kannst sie gehen lassen. Das kann nicht dein Ernst sein. Wir werden sie auf jeden Fall retten. Und wenn du uns in die Quere kommst, dann gibst du uns aufs Maul. Dann schlage ich vor, ihr sucht die Reats und macht euch auf den Weg in die östliche Richtung. Ich bin sicher, dass die Leute vom Mizu die Reats inzwischen gefunden haben. Was versucht der Kerl da? Na und? Wenn er nützlich ist, dann lass ihn ruhig gewähren. Einverstanden, aber jetzt lasst uns nach Mizu zurückkehren. Okay, nur um es offiziell zu machen. Herzlich willkommen in unser Team, Presseia. Danke. Meine süße kleine Presseia, ich beschütze dich, okay? Danke, Zellos. Ich. Komm schon, wir müssen los. Ich werde dich auch beschützen. Ach, dummer Leut. Dummer Leut. Warum? Abkürzen? Nein. Wer weiß, was es hier noch gibt. Oh, sie hat aber immer noch hier diese Augen. So, Presseia. Was hast du für Dingens? Du hast auch S. Treffer Pro. Ja, nehmen wir das. Mir schon irgendwie aufgefallen, die Augen sich jetzt ein bisschen verändert haben von ihr. Früher hatte sie irgendwie so einen seelenlosen Blick. Okay. Nein. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich zeige euch, wie man ein leckeres Käse-Nudelgericht zubereitet. Nudelauflauf. Bams. Ma, der ist überall. Da hätten wir den schon wieder verpasst, ne? Nudelauflauf. Man nehme Käse, Pasta und Milch. Tschüss, ich muss gehen. Mein Planet braucht mich immer und immer wieder. Okay, mein Gott. Aber wir sind schon etwas. Colettes Geheimnis. ニコは使い物にならないとそればかり口にしている。コレットはマーテルの器になる素養があるはずなのに、どういうことなのかしら。言われてみればそうだな。ゼロスが使い物にならないって言うならわかるけど。うん、確かにその通りだな。っておい、言うにことかいって何つこと。もう茶化さないでちょうだい。ことによるとコレットは まだ何かを隠してるのかもしれなくてよ。そうだな。Okay. Also, so langsam ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Dann wollten wir nicht noch zu Altessa gehen eigentlich? Ach nee. Der hat ja das Ding da geschmiedet, ne? Ich Idiot, ey. Ja, gehen wir trotzdem nochmal hin, wer weiß. Vielleicht hat das Caps Lock Mädchen irgendwas zu sagen. Man weiß es ja nicht. Aber vielleicht ist hier wieder ein Koch. Na, hier passiert auch schon was. Hallo. Leute, willkommen. Was riecht hier so gut? Ich habe Curry zubereitet. Oh, das ist Curry? Isst du gerne Curry? Soll ich dir etwas Rezept geben? Das Rezept geben? Würdest du? Danke. Hier ist das Rezept. Gelernt, wenn man Curry zubereitet. Und hier sind die Zutaten. Curry erfordert drei Zutaten. Reis, Zwiebeln und rotes
Satar, glaube ich. Danke, Tabata. Bitteschön. Ich muss gehen, mein Planet braucht mich. Was? Nichts. So, haben wir schon zwei Rezepte bekommen, obwohl ich ja nicht so oft koche. Und Leute, willkommen. Ach, hallo, Tabata. Was führt dich heute zu uns? Nichts Besonderes eigentlich. Ihr habt diesen weiten Weg auf euch genommen, um uns zu besuchen. Da müssen wir euch doch etwas Gastfreundschaft entgegenbringen. Nein, schon in Ordnung. Macht ihr keine Umstände. Wir bleiben nicht lange. Dann nehmt dies als kleine Aufmerksamkeit. Oh. Wow. Exfer-Fragment, okay. Was ist das? Der Meister hat es zwischen allerlei Trödel gefunden. Könnt ihr es gebrauchen? Keine Ahnung. Ich bin nicht sicher, aber was das ist, aber wir nehmen es. Danke, Tabata. Bitteschön. Okay, von wegen abkürzen, ey. So, the fuck did I just get? Kleines Stück eines Exfers kann in diesem Zustand nicht verwendet werden. So, okay. Exfer ist aber klein, okay. So, was hast du noch? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg. So, dann geben wir mal irgendjemanden direkt die Level 3 Exfer, ne? Angriff pro, Wacht plus. Wen gehen wir denn das als erstes? Rhythmus, Ehrwehr, Combo plus. Genau, Combo plus. Genes. Weiß ich nicht. Ich würde ja schon eher jetzt auf Presea hier gehen. Ausdauer, Ewigkeit, weil ich habe so das Gefühl, ich werde sie oft im Team haben, deswegen ja kommen. Zack. So. Wird X gedrückt gehalten, erhöht sich vorübergehend die Angriffsstärke. Okay. Mindert den Schaden, der bei der Abwehr erlitten wird. Verringert die Erholungsdauer, um Straucheln zu überwinden. Die Kombination mit anderen Erfahrungsmöglichkeiten verändert die Wirkung. Okay. Nehmen wir es mal das hier noch. Oh, sie hat schon Dingens. Tun wir hier irgendwie so ein paar neue Dinger. Voll die Abwehr braut jetzt. Hier war nichts mehr. Okay. Hat sich doch schon mal gelohnt, hier hinzukommen. Zum Glück habe ich nicht abgekürzt. Ich wollte erst abkürzen, weil ich weiß, ich finde das nicht mehr von alleine. Aber naja. So, hoffentlich gibt es hier noch seit auch noch was. Das wäre richtig schön. Und dann kann ich auch gleich irgendwie einen Schnitt machen, finde ich. Weil ich muss ein paar kürzere Episoden jetzt machen, weil ich für die ganze Woche ausgesorgt habe. Was? Truhe. Möchte ich haben. Geht nicht. Boah. Den Hund. Ach, ich kann den gar nicht Namen geben. Stimmt ja. Ich habe Colette nicht mehr, aber den habe ich auch schon Namen gegeben. Gut. So, habe ich hier schon Anpassungsdienste, genau. Ich habe ja eine Metallsphäre jetzt. Kraft des Sturms habe ich schon alles. Schon alles auf dem neuesten Stand. Magisches Tuch und Baskenmütze. So, Hüter hat ja nur Dingens an, ne? Warte. Ups. Bänder, Strohhut. Der hat auch so Hüte? Kann nur Hüter ausrüsten. So, dann wollte ich nicht. Mal einen Spitzhut hier herstellen. Und Seidenhandschuhe. Wer hat hier noch Handschuhe an? Niemand, ne? Ja, niemand Handschuhe an. Die alle für einen Eimer sind. Seidengewand. Holla. Kam ich nicht dazu, zu kaufen, weil ich zu wenig Geld hatte, oder was? Okay, einen Brustpanzer für Zellos. Ein Seidengewand für Genis. Eine Hexenrobe für China. So, Kreuzhelm. Ein für Lloyd.
Das war's erstmal. Eins nach dem anderen. Nee, Intelligenz brauchst nicht. Sie braucht Reife. Für Intelligenz. So, was habe ich noch? Warte mal, für Dingens habe ich, ne? Was? Ah ne, für Zellos war das. Ja. Dann das hier, ja. Und hier, warte. Fluchtwerk, da. Ja. So, haben wir jetzt alles hier? Den Helm habe ich vergessen. Und solchen Verteidigung oder Dingens? Ich habe ihn da jetzt zum Techniktypen gemacht. Ich glaube, das ist mehr so für Magie, ne? Dann sollte ich ihn vielleicht auch so Güte geben. Lassen wir ihn. Gehen wir in Kreuzhelme und so weiter. So. Also ich muss noch einkaufen für Leute jetzt. So. Boah, ich komme völlig in Hand bei so vielen Charakteren. So, du hast Bänder, du hast Armband, okay. Ja, ich muss bei Rollenspielen immer so Charaktere auf bestimmte Klamotten hier so festlegen. Ja. Was? Nein. Wer hat Engelsarmreifen und so? 1, 2, 3. Okay. Ja, ist sehr spannend, ich weiß. Aber es war wieder toll, ein Punkt, ey. Bis wir wieder hier im nächsten Gebiet sind, haben wir wieder genug Geld und so. So haben wir jetzt alles aktuell. Das Band habe ich noch vergessen. So, jetzt haben wir alles, ne? Die Waffen gab es hier nicht, ne? So, kann ich auch noch mal gucken hier. Alles klar. So. Ist die Episode doch schon wieder länger, als ich wollte. Dann weiß ich nicht. Dann gehe ich mal jetzt zum Innen. Speicher. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.